so weiter und so fort. Hallo, mein Name ist Helmut, ich komme aus Tirol und ich zeige in diesem Video, wie man Death of a Clown von Dave Davies bzw. den Kings aus den 60er Jahren, echter Klassiker, als Instrumentalstück auf einer akustischen Gitarre spielen kann. Zumindest habe ich es versucht. Kapodast habe ich am zweiten Bund, spiele die ersten zwei Takte, schöner Wechselbass. Mit dem kleinen Finger den Fünfer zu erreichen, den fünften Bund, kann dieses D spielen, da tut man sich leichter. Ich bleibe bei meinem normalen D-Griff. Ich spiele jetzt noch einmal ganz langsam die ersten zwei Takte. 3, 4. Normalerweise in ein A, ist mir zu stressig mit der Melodie, deshalb spiele ich ein A7, habe auch drüber geschrieben A7, weil ich nur diese zwei brauche, dann diese zwei und der kleine Finger dann frei ist für eine kleine Melodie. Ich spiele diese zwei Takte von hier bis hierher, 3, 4. Auch mit der Wechselbass. Vier Takte zusammen. 3, 4. Noch einmal, vielleicht langsamer. 3, 4. Takte G. Ich spiele jetzt ein sehr unkonventionelles G. Ich spiele mit dem Daumen, sechste Seite, dritter Bund, und mit dem Mittelfinger, dritter Bund, erste Seite, damit ich dann mit dem Zeigefinger diesen Zweier spielen kann. Sonst wäre es viel zu viel Stress. Also ich spiele dieses G. Takte. 3, 4. Und jetzt kommt ein D. Dann kommt zunächst der Bass. Und dann erst der Griff. Der Akkord. Ich spiele es jetzt vom Anfang an. Bis zu diesem Basslauf, also bis zu dieser Stelle hier. 3, 4. Jetzt kommt dieser ganz typische Basslauf für diese Nummer. 2, 4, und dann geht es in die Wiederholung. Ich spiele es jetzt so, wie es oben steht, vom Anfang an bis zu diesem Basslauf, also bis zum Ende, und dann noch einmal. Also es wird zweimal gespielt, also einmal wiederholt. Ich spiele es jetzt genau so. 3, 4. In ein G, gewissermaßen der Refrain. E-Moll. Ich spiele diese zwei Takte, G und E-Moll.
Und jetzt kommt ein C oder C Major 7. Wichtig, dass die 1 nicht gespielt wird. Also der Zeigefinger spielt nicht diese typische 1 für den C-Griff. Ich spiele jetzt nur diesen Takt. In ein F. Ich spiele jetzt von hier weg bis zu dieser Stelle her. 3, 4. Der kleine Finger spielt dann diesen Dreier. Also noch einmal von hier bis zu dieser Stelle. Also die ersten 1, 2, 3. 4, 5 Takte. 3, 4. Jetzt kommt E-Moll. Mit dem kleinen Finger spielt die 3. Der Rest ist dann bekannt. Alles von vorne. Ich spiele es jetzt einmal durch, vielleicht etwas schneller als bisher. Mittleres Tempo vom Anfang an bis zum Schluss. 3, 4. Sofort wünsche ich jetzt viel Spaß mit diesem echten Klassiker aus den 60er Jahren. Jeder, der so alt ist wie ich, wird diese Melodie, dieses Lied kennen und auch schätzen und lieben. Und bis zum nächsten Mal.